Hin und wieder gibt es ja auch mal Action-Thriller aus Deutschland. Dieses Mal heißt der Film Steig nicht aus. Und es geht dort wirklich sehr atemlos zu Gange. Wer den Trailer noch nicht gesehen hat, bekommt ihr den von meiner Review hier. Ich sollte doch die Kinder heute in die Schule fahren. Ich mach das schon. Bei dir hat sich also wieder mal was geändert, ja? Alles Gute zum Hochzeitstag. Was? Gehört das eurer Mutter? Ja? Deine Kinder und du, ihr sitzt auf einer Bombe. Sag uns, was los ist. Was der Typ verlangt, ist unmöglich. Ist das doch ein April-Scherz? Bitte, bleibt sitzen. Steigen Sie aus. Ich kann nicht. Ich rate ihn dringend davon ab, mit diesem Wahnsinn weiterzumachen. Ich habe keine Kontrolle mehr, was passiert. Bitte lass sie uns gehen. Wenn einer von euch aufsteht, bumm. Ich glaube Ihnen, Karl. Jetzt wird alles gut. Das geht hier vor! Das hast du gemacht, Karl! Karl, gib mir den Autoschlüssel. Papa, die glauben dir nicht. Zeig mir, dass du deine Kinder wirklich liebst. Dieses kranke Arschloch. Was hast du getan? Ich muss ja sagen, ich freue mich immer, wenn es aus Deutschland was anderes gibt als Dramen, so DDR und Weltkrieg, Familienfilme und irgendwelche Liebeskomödien. Und ja, das ist schon ein Spektrum, was irgendwie ganz okay ist und schon ein paar Sachen abdeckt. Aber Action und Thriller gibt es aus Deutschland einfach viel zu selten. Und das liegt natürlich auf der einen Seite auch immer mal wieder am Budget, aber eben auch an Stoffen, die überhaupt dafür geeignet sind. Und ich muss sagen, Steig nicht aus, ist definitiv geeignet und gibt wirklich von Sekunde an eins. Wirklich Vollgas und ist ein sehr geradliniger Film, der eine Sache will, unterhalten. Und das ist ihm auf jeden Fall gelungen. Ich war positiv überrascht, wie der Film das Ganze irgendwie hinbekommen hat. Das ist dann nämlich auch wieder so eine Sache. Man möchte ja irgendwie durchaus zeigen, dass man aus Deutschland ist. Der Film spielt ja auch in Berlin, aber trotzdem irgendwie internationales Niveau haben. Und ich finde, das ist immer ein sehr, sehr schmaler Grat, weil ich brauche jetzt keine Produktion, die 1:1 aussieht wie ein Hollywood-Film. Die können das nämlich besser, weil sie mehr Geld haben und eben das Ganze auch viel krasser aufziehen können. Dementsprechend brauche ich das nicht. Es soll aber eben auch nicht aussehen wie so dieses Klassische, wo man sagen würde, das sieht deutsch aus, so aus dem Fernsehen, sondern einen schönen Mittelweg gehen. Und das haben sie hier gemacht. Und zeigen vor allen Dingen auch Kreativität, was Kameraeinstellungen betrifft. Wotan Wilke-Möhring ist ja einfach eben die meiste Zeit wirklich im Auto und das dann immer noch spannend und aufregend zu inszenieren, ohne dass man das Gefühl hat, so, yo, da sitzt nur der Kameramann nebenan. Das ist sehr cool und das ist extrem gut geworden. Was auch ziemlich gut geworden ist, ist eigentlich die schauspielerische Leistung. Wotan Wilke-Möhring ist sowieso vom Typ her einfach ein Darsteller, den ich sehr, sehr gerne sehe. Wir haben eine Christiane Paul in der Nebenrolle und vor allen Dingen aber auch eine Hannah Herzsprung, die hier in kleinen Passagen wirklich einfach auf den Punkt agiert und die Sache sehr, sehr überzeugend macht. Aber auch unsere beiden jungen Darsteller, die eben die Kinder von Wotan Wilke-Möhring im Auto selber spielen, machen ihre Sache eigentlich die meiste Zeit ziemlich gut. Es gibt so zwei, drei Passagen, da habe ich das Gefühl so, ja, okay, jetzt sagt ihr schon irgendwie nur euren Text, ne? Aber insgesamt wirklich gut in Szene gesetzt, gut gespielt und erstmal wirklich, wie gerade schon mal gesagt, auch was das betrifft, ziemlich positiv angetan. Der Film hat aber dennoch ein paar Schwächen, auch wenn sie dem Film als solchen definitiv egal sein werden, weil er eben selber sehr auf die Tube drückt. Der Anfang zum Beispiel, so der Einstieg, um den Charakter von unserer Figur zu zeigen, ist ein bisschen holprig und auch zwischendurch wird der Logik immer mal wieder der Mittelfinger gezeigt, so nach dem Motto, das ist uns jetzt egal, dass es jetzt vielleicht nicht den größten Sinn ergibt, aber wir brauchen das jetzt, um die Geschichte weiter mit diesem Tempo weiterzuerzählen. Und da hätte ich mir dann eben an ein paar Stellen es manchmal ein bisschen geschickter, manchmal ein bisschen cleverer gewünscht, dass der Flow irgendwie weiter geblieben wäre. So bleibt das Tempo und auch definitiv der Unterhaltungsaspekt, aber man sollte wirklich nicht zu viel darüber nachdenken, was man da sieht. Man könnte da gehörig mit aufs Maul fallen. Dennoch, und das ist jetzt das, was ich auch so, bevor ich zur Bewertung komme, ganz, ganz lobend erwähnen möchte, ist eine wirklich unendlich lange Plansequenz, die extrem stark ist am Gendarmenmarkt. Und das ist dann eben auch etwas, was ich meine. Man macht einfach das aus den Mitteln, was man hat, wirklich das mit Abstand Beste. Das sieht großartig aus, es ist toll
inszeniert, wahnsinnig gut gefilmt, also da großes Lob dafür. Man versucht eben einen Action-Thriller aus Deutschland in einer relativ simplen Art und Weise zu inszenieren und das gelingt und macht insgesamt tierisch viel Spaß. Dementsprechend gibt es von mir auch definitiv einen kleinen Bonuspunkt, eben einmal für viele verschiedene kreative Ideen und auch für den Mut, diesen Film zu machen. Wäre jetzt bei mir sonst eher so eine 6 von 10 gewesen, aber mit diesem Bonuspunkt eben eine 7. So oder so ist es jetzt eben kein überkrasses Meisterwerk geworden, aber wie ich finde, doch ein sehr sehenswerter Film aus deutschem Lande, den man auf jeden Fall unterstützen sollte. 7 von 10 Punkten für Steig nicht aus. Was sagt ihr? Findet ihr, dass die deutschen Filmemacher eher so in ihren Bereichen bleiben sollen, wo sie mit 2 bis 3, 4, 5 Millionen Euro auch einfach nur einen Film inszenieren können? Oder soll man einfach auch mal wieder was wagen, wie in diesem Fall? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich verlinke euch noch 2 andere Reviews und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder hier in der Film Lounge. In diesem Sinne, macht es gut und adieu.